Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil der Videoreihe Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis. Beim letzten Mal haben wir uns mit den Grundsätzen der DSGVO auseinandergesetzt. Und wir haben die in der DSGVO definierten Rollen sowie ihre Rechte und Pflichten kennengelernt. Dieses Mal werden wir uns mit den Auswirkungen der DSGVO auf Wissenschaft und Forschung auseinandersetzen. Das heißt, heute wird uns folgende Frage begleiten. Wie kann man Daten zu Archivzwecken bzw. wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken DSGVO-konform verarbeiten? In diesem Zusammenhang werden wir vor allem die Ausnahmen in der DSGVO zugunsten wissenschaftlicher und historischer Forschungszwecke sowie des Archivwesens kennenlernen. Für Wissenschaft, Forschung und Archivwesen wurden in der DSGVO im Rahmen der Artikel 85 und 89 Ausnahmeregelungen für besondere Verarbeitungssituationen geschaffen. So besagt Artikel 85 Absatz 2 beispielsweise, für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, sehen die Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen vor. Wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen. Und Artikel 89 Absatz 2 besagt, werden personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet, können vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 insoweit Ausnahmen von den Rechten gemäß der Artikel 15, dem Auskunftsrecht, Artikel 16, dem Recht auf Berichtigung, Artikel 18, dem Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und Artikel 21, dem Widerspruchsrecht vorgesehen werden, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind. Konkret bedeutet das, dass bestimmte Rechte der Betroffenen nicht zur Anwendung kommen können, wenn dadurch der Forschungszweck, für den die Daten erhoben wurden, also zum Beispiel eine Studie, die persönliche Daten von Befragten enthält, nicht mehr erfüllt werden kann. Von den Ausnahmen ist auch Artikel 17, also das Recht auf Löschung, betroffen. Dies wird zwar nicht explizit in den Artikeln 85 und 89 erwähnt, wird jedoch in Artikel 17 selbst unter Absatz 3d bedacht. Natürlich heißt das nicht, dass man mit den Daten verfahren kann, wie man möchte und die Rechte der Betroffenen komplett außer Acht lassen kann. Die Grundsätze der DSGVO sind trotz dieser Ausnahmen stets einzuhalten und der Schutz der Daten muss immer im Auge behalten und beispielsweise durch technische Maßnahmen oder Pseudonymisierung gewährleistet werden. Was bedeuten diese Ausnahmen aber nun genau für Wissenschaft und Forschung? Im wissenschaftlichen Kontext gibt es durch diese Ausnahmen nun die Möglichkeit, breiter gefächerte Einwilligungen zur Datenverarbeitung einzuholen. Das heißt, dass man die Einwilligung nicht nur für einen spezifischen Zweck einholen kann, sondern gleich für einen oder mehrere Forschungsbereiche. Zudem gilt grundsätzlich jeder wissenschaftliche Zweck als vereinbarer Zweck der Datenverarbeitung. Hat man also für einen wissenschaftlichen Zweck rechtmäßig persönliche Daten erhoben, zum Beispiel durch das Einholen einer Einwilligungserklärung der Betroffenen, dürfen diese Daten für andere wissenschaftliche Zwecke wiederverwendet werden, ohne noch einmal bei allen Betroffenen explizit nachfragen zu müssen. Außerdem können personenbezogene Daten, die für Zwecke gemäß Artikel 89 erhoben wurden, länger gespeichert werden. Wenn die Daten anonymisiert werden, ist sogar eine unbegrenzte Speicherung möglich. Und Löschungsrechte bzw. Widerrufsrechte sind teilweise eingeschränkt, beispielsweise betreffend Prüfungsdaten oder Forschungsdaten, sofern diese Einschränkungen den Zweck ihrer Verarbeitung ernsthaft beeinträchtigen oder unmöglich machen. Damit sind wir auch schon fast am Ende des dritten Teils unserer Videoreihe angekommen. Zeit also wieder, die wichtigsten Punkte dieses Videos zu wiederholen. Was wissen wir jetzt also über die Auswirkungen der DSGVO auf Wissenschaft und Forschung? Die Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zählt zu den besonderen Verarbeitungssituationen. Die Ausnahmeregelungen für Wissenschaft, Forschung und Archivwesen sind in den Artikeln 85 und 89 der DSGVO definiert. Die Ausnahme auf das Recht auf Löschung ist in Artikel 17 verankert. Im wissenschaftlichen Kontext bedeuten diese Ausnahmen unter anderem,
dass man eine breitere Einwilligung zur Datenverarbeitung einholen kann, die sich nicht nur auf einen spezifischen Zweck beschränken muss, dass Daten länger gespeichert werden dürfen und dass ein wissenschaftlicher Zweck der Datenverarbeitung immer ein gerechtfertigter Zweck ist. Trotz dieser Ausnahmeregelungen sollten die Grundsätze der DSGVO aber stets eingehalten werden. Jetzt können wir auch unter diesen Teil der Videoreihe Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis unser Häkchen setzen und sind somit mit dem theoretischen Input durch. Im nächsten und gleichzeitig auch letzten Teil der Reihe widmen wir uns dann voll und ganz dem Elder Consent Form Wizard. Weiterführende Materialien sowie nützliche Links zu den besprochenen Themen findet ihr wie immer in der Infobox. Bis zum nächsten Mal.